Mathieu und ich lade dich gerne ein, mich an meinem Arbeitsplatz als Konstrukteurstift zu begleiten. Willkommen bei der WIKA Schweiz AG in Hitzkirch. 1892 ist die frühere Manometer AG in Zürich gegründet worden. 1971 sind wir hier hergezügelt und haben uns 2018 nach der Muttergesellschaft WIKA Schweiz AG benannt. Willkommen im Konstruktionsbüro der WIKA Schweiz. Wir haben hier 4 Abteilungen. Die erste ist Kunststoffspritzgusswerkzeug. Ciao René, du Agente. Hoi. Mit den Produkten, die wir verkaufen in der WIKA Schweiz, tun wir uns ständig weiterentwickeln. In der sogenannten Produktentwicklung. Hier ist auch meine Berufsbildnerin, Anna, angestellt. Hallo Anna! Schönen Tag! Danke! Gerade vis-à-vis haben wir Platz für unsere Lehrlinge. Das heisst, wenn du bei uns in die Stifte kommst, wirst du hier irgendwo Platz finden. Hallo Mathieu, ich habe hier einen Auftrag. Wir müssen die Einzelteile hier ausmessen und das CAD übernehmen. Die Einzelteile hast du heute Morgen schon auf dem Platz gehabt, die hast du gesehen. Ja, eben die Normteile müssen wir raussuchen, dass du die passenden hast. Und ich tue es in diesem Fall ausmessen und erfassen. Das genau. Ist gut. Wie lange habe ich für das Zeit? 2 Tage. Das ist gut. Länger, finde ich gut. Als Konstrukteur arbeite ich den Tag am CAD. Das ist ein Zeichnungstool am PC. Mit dem suche ich kreative Lösungen, um neue Produkte und Vorrichtungen zu entwickeln. An 1 bis 2 Tagen in der Woche haben wir in der Berufsschule die Möglichkeit, das Fachwissen detailliert aufzubauen und auch noch andere Fachbereiche vom Konstrukteurberuf kennenzulernen. Als Lehrling bist du in der WIKA nie allein. Wir Stifter haben super gut miteinander. Wir gehen damals zusammen zum Mittagessen und spielen Spiele. Wir machen ab und zu zusammen Ausflüge und haben Spass. Mir gefällt besonders gut, dass wir in dieser grossen Bude wirklich mit vielen Mitarbeitern zu tun haben, die in diversen verschiedenen Berufen tätig sind. Außerdem finde ich es cool, dass ich schon gleich an Verantwortung übernehmen, selbstständig arbeiten darf und dass wir immer gut unterstützen. Verlockend ist auch, dass uns die internationale WIKA-Gruppe Karrieremöglichkeiten in der ganzen Welt eröffnet. WIKA Schweiz AG bietet 9 ganz unterschiedliche IFZ-Lehrberufe an. Polymech, Produktionsmech, Konstrukteur, Fachkraft Betriebsunterhalt, Mediamatiker, Logistiker und KV. Neuerdings bildet man auch Automatiker und Kunststofftechnologen. Auch wenn es beim Arbeiten ab und zu etwas strenger werden kann, habe ich immer noch genug Zeit für meine Hobbys, wie zum Beispiel Skaten oder Schlagzeug spielen. Immer im August, wenn die neuen Stifte anfangen, treffen sich alle Lernenden von der WIKA zusammen zu einem gemeinsamen Ausflug. Dieses Jahr haben wir am Morgen die Kehrichtsverbrennungsanlage Renergia in Perlen angeschaut, dann zusammen zu Mittag gegessen und am Nachmittag in der Stadt Luzern eine grosse Schnitzeljagd gespielt. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann probier es doch aus und komm zu uns schnuppern. Mir persönlich haben die letzten Lehrjahre super gut gefallen und ich kann sie jedem weiterempfehlen.